Fantastic. Come on. Gut, Tobi. Also eben gesehen haben wir Tobi sich zurückgekämpft in den fünften Satz. Dort 3-6 hinten gelegen, Timeout genommen. Jetzt 4-6 aus seiner Sicht. Trotzdem gut geholt, Tobi. Weiter geht's. Hopp. Bis da. Ja. Ja. Man sieht, Maurizio ist mit Problemen am Schlagarm. Schon länger leicht verletzt. Probleme allerdings gering genug, als dass er nicht doch den meisten Ballwechsel durchspielen könnte. Geht mit 3-1 in Führung. Starke Rückhandblocks von Mauritius. Es droht ein schneller 1-4 Rückstand. Marco 0-2. Und jetzt Matchball für Sascha Wischowski. 10-9 für den Darmstädter. Yeah!
alte Heimstärke von Darmstadt scheint auch hier wieder zuzutreffen. 4:1. Alex liegt auch von hinten im ersten Satz 2:7 gegen Riedewald. Wir befinden uns in einer matchentscheidenden Phase, gefühlt zumindest. 4:1 für Darmstadt. Und im mittleren Parkplatz jetzt beide Spiele im fünften Satz. Alex hier steht 6:6. Moritz steht noch 0:0 im fünften am Nebentisch. Ja, Alex konnte verkürzen auf 2:4. Kämpferisch eine vorzügliche Leistung unseres Nachwuchsrussen. Auch wenn spielerisch einige Mängel offenbart wurden, aber gerade dann, wenn es da nicht so läuft, noch zu gewinnen, ist natürlich besonders gut und wertvoll. Ja, so, kann Moritz nachziehen und die Wende zugunsten des TV Ruder eindeuten. 6:5 führt er derzeit. Ja, so. Thank you.
Moritz. Auf geht's, komm mal. Auszeit. Die Absicht war natürlich wichtig, den direkt mit der Vorhand reinzuziehen. Leider stümperhaft in der Ausführung. Kommt, Leute! Ja! Da ist sie wieder, die Vorhand. Ich leg mich fest, das Ding kommt für Ute. Beides wieder so Ballgefühl. Erneut ein spektakulärer Ballwechsel in dieser Phase. Verdient der nächste Matchball für den Gastgeber. Und Auszeit Lahmstedt. Taktisch clever die Auszeit. Fruchtet sie? Nein, aber wir sind weiterhin anfällig. Das Service passiert los. Das rettet ihn. Ein weiteres Mal. Und da ist noch ein Matchball für Hude. Ich lege mich fest, der ist es. Komm selber, Pia, auf. Jo! 3 zu 4, Hude wieder im Rennen. Komm.
gedacht, wir haben gerade den ersten Punkt gesehen von Pierre im Saisonverlauf. Er war ja ein bisschen unser Sorgenkind. Wir wussten alle, was er kann. Hat das ein oder andere Match schon gewonnen gehabt und dann im Kopf doch noch verloren. Jetzt war es endlich soweit. 3:0 von Anfang bis Ende dominierte er das Match. Eine starke Leistung und gutes Comeback. Die Jugendbezirksmeisterschaften am letzten Wochenende haben ihm offensichtlich Auftrieb gegeben und ihm gut getan. Ja, und Jonas Schrader hat am Nebentisch wenig Probleme mit dem Ersatzmann aus Langstedt. 2 Punkte trennen ihn noch von der erstmaligen guter Führung. Komm Jonas, kondensieren, hopp! Vier Matchbälle und die Möglichkeit, erstmals mit 5:4 in Führung zu gehen. Und da ist noch dieser Punkt. Kugel geht in Führung.